Ich möchte gerne anknüpfen an dieses Veränderungsvideo. Ich versuche mich auch heute wieder kurz zu fassen. Ob mir das gelingt, das weiß ich immer erst am Ende dieses Videos. So, let's see. Veränderung. Um eine Veränderung wirklich durchführen zu können oder verinnerlichen zu können, braucht es ein Bewusstwerden. Bewusstwerden finde ich auch oft, wird oft mit rumgeschmissen mit den Worten, und ich möchte es mal simpel aufbrechen, wie ich es sehe. Und zwar Bewusstwerden, dafür gibt es für mich einen Vorgänger. Das bedeutet erstmal beobachten, ganz klar beobachten. Was sind deine Gedanken zu der Situation, zu dem Lebenspartner, zu den Freunden, zu den Arbeitskollegen, vor allem aber, was sind deine Gedanken zu dir selbst? Und glaub mir, mit all den Leuten, die ich davor aufgezählt habe, das hat auch immer was mit dir selbst zu tun, ob man das will oder nicht. Ich habe auch immer gedacht, ja gut, manchmal vielleicht, manchmal auch nicht, ja, scheiße, ich glaube immer. Und genau, der erste Step ist für mich beobachten, und zwar Gedanken. Wir haben 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, das wird also, ich denke, für den wenigsten langweilig. Und dann, ja, dann klar mal sehen, was denke ich? Und ist das überhaupt das, was ich denken will? Also was denke ich und was will ich überhaupt denken? Da kann natürlich ein Unterschied sein, denn Gesellschaft, Anforderungen, was auch immer. Die Gründe lassen wir jetzt mal beiseite. Und das stellst du gegenüber. Und erst dann kannst du aktiv werden. Beobachten, okay, das ist eine Feststellung dann. Aktiv werden, und erst dann kann diese Veränderung stattfinden. Und das ist so wichtig, und das ist tatsächlich halt auch kein Getue, weil es gibt diese tausend Sprüche, du bist, was du denkst, du erschaffst dir deine eigene Welt, und an all diesen Dingen ist absolute Wahrheit dran. Denn all das, was wir denken, ich wiederhole nochmal, 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, ob die jetzt bewusst sind oder unbewusst, unterbewusst, das ist mal die andere Sache. Aber das ist ganz schön viel. Und all diese Gedanken werden ja letzten Endes auch zu Gefühlen. Und ja, wir haben wiederum Billionen, Billionen, 30 Billionen Zellen in uns, die das, was wir gar nicht aktiv merken, was wir denken, aber schon spüren. Und die wirken sich aus. Und die haben ein Ausmaß auf unser komplettes Leben. Das ist dann wir, unser Körper, unsere Seele. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu werden. Ja? Okay, das war das Wort zum Sonntag.